Ja, hallo Freunde und willkommen heute mit einem kurzen Video. Und zwar, wie ich euch in meinem letzten Video versprochen habe, über die Windows 10 Datenschutzeinstellungen, wie man die sogenannten Spy-Funktionen abschalten kann, deaktivieren, beziehungsweise ja weitgehend einschränken. Jedenfalls die bekannten. Ja, in dem letzten Video haben wir das über die Windows 10 Einstellungen, ja, haben wir uns angeschaut, was man da so abschalten kann. Heute werden wir, ich habe jetzt hier drei Programme zur Auswahl, was ich gefunden habe. Einmal hier Do Not Spy 10, einmal Destroy Windows Spy. Und einmal hier Destroy Windows Track. Ja, die drei Programme, die ich schätze, es gibt sicherlich ein paar mehr. Welche euch dann am besten gefällt, müsst ihr dann nachher selbst entscheiden. Die Programme, die Links zum Download, die findet ihr dann in der Beschreibung hier. Ja, die müssen natürlich als Administrator ausgeführt werden. Ja, ich starte mal jetzt. Zum Beispiel einmal das hier. Ja, Destroy Windows Track. Das sieht dann so aus hier. Hier kann man ja, Haken und alles auswählen. Hier zum Beispiel die, ja, am besten. Hier bei Services zum Beispiel, die zwei Services, die kann man hier entweder. Hier kann man auswählen, ob die jetzt deaktiviert werden sollen oder komplett gelöscht. Ja, das ist dann euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Ich mache mal jetzt Disable. Hier Track Log, die Telemetrie hier. Hier die Hosts-File, hier diese Tracking-Domains, alles. Tracking-IP-Adresse und wenn wir jetzt einfach auf Get Privacy klicken, hier hat man dann später die Möglichkeit, über diese Revert genau zu ja zurückzukehren zu den vorherigen Einstellungen. Ich klicke mal jetzt hier Get Privacy. Jetzt passiert hier etwas und hier haben wir die ja die Bestätigung hier, was beziehungsweise die Logs hier, was alles passiert ist. Telemetrie, Key successfully modified und so weiter. Also die Spy-Funktionen, die sind jetzt sozusagen, jedenfalls die bekannten, ja, abgeschaltet. Das war jetzt Disable Windows 10 Tracking, das Programm. Ich mache mal kurz Revert, mal schauen. Genau, jetzt haben wir alles rückgängig gemacht. Nach einem Restart, nach einem Reboot, dann werden die Einstellungen wieder, ja, die normale Windows-Einstellung sozusagen. Ich schließe das mal. So, das war jetzt das eine. Dann haben wir hier nochmal das, ja, immer als Administrator ausführen. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt Destroy Windows 10 Spying. Hier haben wir können jetzt hier einfach einmal draufklicken. Hier unter Settings haben wir nochmal die Möglichkeit, ja, einzelne Services hier und Funktionen zu aktivieren bzw. reaktivieren. Hier haben wir nochmal einen Professional Mode, da werden jede Menge andere noch. Genau. Hier dann einfach auswählen, was wir jetzt deaktivieren möchten. Einfach einen Haken setzen. Hier bei Utilities hat man nochmal hier einen Restore, eine Wiederherstellungsmöglichkeit. Hier kann man nochmal Windows Update Enable Disable und so weiter. Hier kann man nochmal die World Firewall Rules. Ach so, okay. Da werden jetzt ja,
Ja, wenn wir jetzt einfach, ich mache das jetzt einfach mal. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Jetzt meldet sich ja meine Antivirus hier. Hier wird übrigens eine Logdatei direkt auf dem Desktop angelegt. Hier können wir dann, upsala. So, completed the restart is required. Okay, jetzt ist ein Neustart erforderlich, damit die Einstellungen alle übernehmen werden. Und schon sind diese ganzen Funktionen hier. Ich mache mal jetzt Nein und schließe das erstmal. Hier haben wir nochmal die Log-Files hier, die angelegt wurden. Hier können wir nochmal ja, genauer nachvollziehen. Ich öffne das mal mit einem Ordpedal, okay, ich mache mal das. Ja, hier kann man nochmal nachschauen, was genau passiert ist, was ja, disabled wurde, deaktiviert und was alles geändert wurde. Das sind jetzt ja die Logfiles hier von dem hier. Und als letztes haben wir jetzt hier einmal dieses Do Not Spy, den wir jetzt auch als Administrator ausführen müssen. Wenn das jetzt funktioniert. Jetzt ist aber. Ich versuche es nochmal. Genau, dann sieht dann so aus. Das dauert noch ein bisschen, bis es startet. Hier haben wir die Möglichkeit, einen Wiederherstellungs ja, Punkt zu erstellen, ob wir das möchten oder nicht. Ich klicke mal jetzt auf Nein, um Zeit zu sparen. Und das Programm sieht dann so aus. Hier haben wir wieder ja jede Menge Möglichkeiten, mal sich in Ruhe durchklicken hier, was man alles deaktivieren möchte und was nicht. Hier sind noch mal so ein paar Sachen. Hier seht ihr auch die Webseite hier übrigens. Hier könnt ihr direkt ja genau. Hier, was haben wir noch verwenden? Genau, hier einfach. Hier kann man auch einfach alle auswählen und auf Anwenden klicken. Alle Einstellungen, okay, und dann ja, einfach beenden. Und schon sind diese ganzen Spy-Funktionen deaktiviert, beziehungsweise zumindest die bekannten. Ja, das war es eigentlich auch schon alles, welche Programm ihr jetzt hier von am besten findet und nutzen wollt, ist euch überlassen. Die Download-Links findet ihr nochmal in der Beschreibung hier. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich und bis nächstes Mal.